Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mikrofon näher ran machen. Cat Zone 2. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen einfach Fertilized Dirt. Der ist schneller herzustellen und wir brauchen das Zeug jetzt auch nicht so dringend wie die Maschinen. Und genau, ich habe jetzt hier diese Felder gemacht. Der geht ja immer in vier Richtungen ohne Batterie. 1, 2, 3, 4. Ihr wisst schon. Und jetzt machen wir einfach mal das Gebäude hier rundherum einmal zu. Das heißt, hier kommen wir jetzt aktuell 1, 2, 3, 4, 12 verschiedene Sorten an Zeug anbauen. Das heißt, einmal Möhren, einmal Kartoffeln, dann so ein bisschen Perms-Zeug. Vielleicht das, was wir am meisten brauchen, zum Beispiel Soja für irgendwas oder sonst irgendwas. Da können wir auch erstmal ein bisschen was herstellen und dann umpflanzen, das nächste herstellen erstmal und so weiter und so fort. Ich möchte aber jetzt erstmal Stein. Wo ist mein Chisel? Ich brauche mein Chisel. So, gib mir mal mein Chisel. Stein, 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 Stein. Ich will Stein und mein Chisel. So, jetzt chiseln wir das wunderschöne Gestein erstmal wieder um. Damit wir hier für den Weg natürlich genug Stein haben. Da ist die Frage, baue ich noch eins dran? Wir haben ja eigentlich Platz nach hinten, ne? Nach hinten weg haben wir ja eigentlich Platz. Komm, wir bauen einfach noch eins dran. So. Wir müssen halt nur noch ein paar Zombie-Köpfe auf jeden Fall kriegen. Wir haben ja an sich genug Fertilize-Gedönse hier. Dafür brauchen wir nämlich auch kein Wasser. Ja. Okay, heißt für uns, wir bauen hier wieder. 1, 2, 3, 4. Du bist hier. Kravums. Einmal bis hier hinten hin. Okay, Stein, 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 Stein. Dann können wir nämlich hier jetzt auch erstmal davon ein bisschen herstellen. Denn den brauchen wir jetzt, um einmal rumzukommen hier. So. Warum nicht direkt so durch Dummkopf? Ja, das war natürlich schlau. Lust uns da hinter dem Regenbogen können wir uns auch mal vornehmen. Dass wir die painten. Das fällt mir jetzt erst auf. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Das neue Gewächshaus nämlich soweit.
soweit, so gut. Mal einmal die Fenster aufteilen. Hier sind sie ja auch schon wunderschön aufgeteilt. Machen wir das doch genauso wie auf der anderen Seite auch. So. 3, 3, 3, 3, ne? Immer 3. Nehmen wir uns dem doch an. Geht sogar auf, das ist wunderschön. So. Können wir dann noch painten? Müssen wir dann noch painten? Hier wird es wahrscheinlich bei 2, 2, 3 bleiben. Ja. Dann hier auf der Seite auch. 2, 3, 3. Ach, der ist länger, ne? So, 2, 3, 3, 3. Glas, Glas haben wir doch überhaupt noch, oder? Glas haben wir noch, und zwar 13. Ich wollte immer das ganze Glas rausholen gegen gechiseltes Glas austauschen. Das könnten wir eigentlich jetzt auch mal direkt tun. Chisel. Wir müssen den Chisel nehmen, weil der andere, der Altchisel, der leckt ein bisschen mit Glas. Das ist halt die Frage. Ich will halt dieses klare Glas, glaube ich, haben. Dieses Glas finde ich an sich ein Ticken schöner als das andere. Haben wir einen Glasschneider? Bestimmt, oder? Genau, einen Glascutter. Den machen wir uns direkt mal. Dann können wir damit nämlich das andere Glas jetzt einmal rausholen. Das alte. Wobei, das sind Scheiben hier, ne? Egal. Wer weiß, für was wir die noch brauchen. Wir cutten jetzt mal hier überall die Scheiben aus. Haben wir sie zumindest recycelt. Was brauchen wir die denn überhaupt alles? Für Keksgläser und Lampen und so. Für diese Reagenzgläschen, okay. Ja. Kann sie halt immer mal gebrauchen. Ein Hoch, dass es so schnell geht. Mit dem Glas. Wobei ich mir gerade noch unsicher bin, hinten lasse ich das Glas mal lieber drin, sonst turnen mir die Tiere da raus. Möglicherweise. Okay, das da wollten wir zulassen. Der Glascutter ist kaputt. Dann machen wir doch einfach einen. Da ist ja auch kein Eisen mehr. Dann geht's noch.
kein Dings mehr haben. Hier müsste dann als nächstes Glas rein. Ich höre Zombies. Irgendwo sind hier auf jeden Fall jetzt dadurch Zombies gespawnt. Hi! Ach ja, logisch. Auf unserem neuen Ding hier. Oh, Party! Ah, das ist gar nicht mal so schlecht. Wartet mal. Gar nicht mal so schlecht, wenn dann kriegen wir nämlich eventuell. Gib mir doch noch mal mein Dings bitte hier. Mein Hackebeilchen. Siehst du, dann kriegen wir nämlich Zombie-Köpfe, die wir eh brauchen. Den Spaß gönnen wir uns doch mal, oder? Die scheiß Skelette töten. Köpfe bekommen, noch einen, ja. Noch ein Kopf. Noch ein Kopf. Noch ein Kopf, noch ein Kopf. Dadurch kriege ich auch immer Köpfe. Ui, geht ja voll die Party ab, ey. Okay, hier durch den kriegen wir auch immer Blöcke. Ja. Brauchen wir keine Monsterfarm? Wir haben eine Monsterfarm bei unserem Hof. Schnell ein paar Äpfel hier. Und einfach mal ein paar Steine, um mir hier eine Abwehr. Tatsächlich auch immer Köpfe. Dann passt das ja.
Kleines da ist, ein Skelett. Okay. Die Skelette nerven halt tierisch, ne? Ich werde sagen, wir haben auf jeden Fall genug Köpfe bekommen. Ich töte die mir hier alle und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, in der nächsten Folge. Ich habe einen Pfeil in der Nase. Guck mal, jetzt bin ich erst eine richtige Hexe. Wir sehen uns. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss!